Seit Oktober bekomme ich auf Social Media und gefühlt auch sonst überall im Internet ständig die Worte Black Friday und irgendwelche Prozentzahlen auf die Augen geballert. Das wird gefühlt jeden Tag mehr und gipfelt natürlich Ende November im auserkorenen Black Friday. Aber was hat es damit überhaupt auf sich? Macht man da wirklich Schnäppchen oder ist das alles nur eine Masche? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Der Black Friday stammt, wenig überraschend, aus den USA. Und da macht das Ganze auch ziemlich Sinn. Denn da ist es so, dass der Black Friday immer der Freitag nach Thanksgiving ist. Thanksgiving, das ist das amerikanische Erntedankfest. Und wenn ihr euch schon mal amerikanische Filme oder Serien angeschaut habt, dann habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass das Ganze dort ziemlich groß gefeiert wird. Man kommt zusammen mit der Familie, hat ein großes Essen und so weiter. Dieser Thanksgiving-Tag ist ein Feiertag, an dem man frei hat. Und jetzt macht es für viele Leute natürlich Sinn zu sagen, naja, den Freitag drauf nehme ich mir als Brückentag auch noch frei. Und genau diesen Freitag, den kann man dann perfekt nutzen, um zum Beispiel Weihnachtsgeschenke shoppen zu gehen. Dazu passt auch eine Theorie zum Namen des Black Friday. Das sind nämlich so viele Menschen auf den Straßen und zu den Geschäften unterwegs, dass sie in ihren dicken, dunklen Winterjacken aussehen wie eine große, schwarze Masse. Es gibt aber noch eine andere Theorie zum Black Friday. Und zwar ist es so, dass dadurch, dass da so viele Menschen einkaufen, es für Ladenbesitzende eine Chance war, endlich schwarze Zahlen zu schreiben, also Plus zu machen, weil sie eben an diesem Tag so viel verkaufen können. Anfang 1966 taucht der Begriff Black Friday auch das erste Mal im Philadelphia Police Department auf. Für die war der Black Friday aber kein besonders erfreulicher Tag, einfach aufgrund der vielen Staus, überfüllter Bürgersteige und dem Chaos in den vielen Geschäften. In Deutschland ging der Black Friday übrigens mit einer Aktion von Apple los, und zwar im Jahr 2012. Die haben da nämlich ein sogenanntes eintägiges Shopping-Event veranstaltet, das Wort Black Friday also nie verwendet, aber so ein bisschen damit gestartet. 2013, also nur ein Jahr später, gab es den Begriff Black Friday dann auch schon in Deutschland und er wurde von mehreren Werbeportalen und auch Online-Shops schon genutzt. Da hat Apple wohl mal wieder ein paar Trends gesetzt. 2017 kannten bereits 89% der Deutschen den Begriff Black Friday, was schon ziemlich krass ist. In den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass man vor Black Friday gar nicht mehr weglaufen kann, weil es einem wirklich überall begegnet. Noch dazu diese krassen Rabatte 50%, 60%, 75%. Ganz oft hört man ja sogar den Spruch, warte mit deinem Kauf bis zum Black Friday, weil dann kannst du richtig was sparen. Aber stimmt es wirklich? Verschiedene Recherchen zeigen, naja. Denn oft werden die Rabatte, die dann ausgeschrieben sind, nicht auf die echten Preise der Produkte gegeben, sondern auf Preise, die weit über den handelsüblichen liegen. Das funktioniert bei uns leider ziemlich gut, weil, stell dir mal vor, du willst dir einen Fernseher kaufen und siehst einen, der eigentlich 499 Euro kosten sollte und jetzt auf 249 reduziert ist. 50% Rabatt, das ist schon richtig, richtig krass und die Lust, diese Schnäppchen zu machen, die ist ziemlich hoch. Was aber, wenn der Fernseher nicht 499 kosten würde, sondern nur 349 und jetzt auf 249 reduziert ist? Das ist ja immer noch deutlich weniger. Trotzdem ist der Drang oder die Lust, dieses Schnäppchen zu machen, nicht mehr ganz so hoch. Und das ist genau der Trick, der an Black Friday ganz oft angewendet wird. Auch das Portal MyDeals hat Black Friday Rabatte in den Jahren 2013 bis 2015, okay, ist schon eine Weile her, analysiert. Und die sind aber dabei zum Entschluss gekommen, dass bei Elektronikartikeln Rabatte zwischen 26% und 10% realistisch sind. Bei Klamotten kann es aber schon bis zu 50% Rabatt am Black Friday geben. Ein Schnäppchen machen oder sich einen Teil für einen günstigeren Preis kaufen, das man eh schon lang haben wollte, dagegen spricht ja wirklich gar nichts. Aber wir merken schon, dass wer clever ist, die Preise auch schon vor dem Black Friday beobachten sollte und sich dann nicht von Fake-Rabatten beeinflussen lassen sollte. Marius hat dazu übrigens einen ziemlich coolen Tipp. Und zwar, wenn ihr ein Schnäppchen auf Amazon machen wollt, dann gibt es die Webseite camelcamelcamel.com, auf der man nachschauen kann, wie sich der Preis auf Amazon in den letzten Monaten so entwickelt hat. Kritisch eingestellt gegenüber dem Black Friday kann man übrigens nicht nur wegen diesen Fake-Rabatten sein, sondern auch deswegen, weil diese Fake-Rabatte dazu führen können, dass man denkt, ich mache so viele Schnäppchen, ich kaufe mir ganz viele Sachen, die ich sonst vielleicht nicht kaufen würde und die ich vielleicht eigentlich gar nicht brauche, im vermeintlichen Schnäppchenrausch, also total überkonsumiert. Wie machst du das? Kaufst du gerne am Black Friday ein oder machst du den Tag eher zum Kauf-Nix-Tag oder zum Green Friday, wie es manche Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten vorschlagen? Oder wartest du vielleicht auf den Cyber Monday, wo es vermeintlich online nochmal solche Schnäppchen geben soll?
Worauf du auf jeden Fall nicht warten musst, ist, dem Video hier ein Like zu geben oder ganz kostenlos ein Abo dazulassen.